Oh, wir können sogar recht rein. Ich dachte, es kommt noch ein kleines Gespräch mit der Alten. Guten Tag. Oh, hey, you're the new kid. My sister, the princess, texted me about you. She thinks you're cute. Oh. Ohohoho. Ich mag sie auch. My sister Kenny doesn't need protecting, but watch out for her anyway. My sister Kenny doesn't need protecting, but watch out for her anyway. My sister Kenny? Meint ihr das jetzt ernst oder ist er auch im Spiel dabei? Weil das wäre schon... Guck mal, alle haben Flachbildfernseher und die hier sind Röhrenfernseher. Weil das wäre da schon irgendwie so eine Einspielung darauf, dass es ein Mädchen wäre. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Chicks and Nuts ist bestimmt Kennys Raum. Natürlich. Hallöchen. Bester Freund, Halskette, NASCAR-Club-Mitgliedskarte. Und $7. Überall finden wir so 2 oder 3 und da halt einfach mal so 7. Ah, guck mal, Keep Out. M? Miss... Kenny ist Mysterion? Was? Ich meine, die Folgen, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber... okay. Pregnant no more. Oje. Ach Mensch, Kenny. Du machst schon Sachen. Ach, guck mal, kann sich aber ein Skateboard leisten. Rosige Wange, speziell vielleicht Reinheitsring. Sargbrille. Alabama Man. NASCAR. Alter, Red Poison. Kann ich davon was mitnehmen, wenn ich wieder gegen Ratten kämpfen muss? Anscheinend nicht. Schade. Na gut, die sind jetzt auch nicht so schwer. Wo ist denn deine Mutter, Kleine? Hm? Arbeitet in... Raucht in der Küche. Im Kühlschrank auch noch. Warum liegt es überall rum? Sorry to hear about the renters. Usually they're real fun and energetic. If you see Kenny, tell him to pick up some dinner on his way home. Not them fancy toaster strudels, though. Just regular Pop-Tarts. If you see Kenny, tell him to pick up some dinner on his way home. Not them fancy toaster strudels, though. Just regular Pop-Tarts. Das werde ich gerne machen, werde ich gerne machen. Wird ja nicht mehr lange dauern, bis ich wieder da bin. Hoffe ich. Dieses Geräusch. Alter, komm, Butters, lass mal verschwinden. So schnell wie möglich, ich will hier raus. So, jetzt haben wir das. Da könnten wir Tweak jetzt rekrutieren. Vielleicht könnten wir dann ja endlich mal zu dritt kämpfen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Reisen wir mal ganz kurz hin. Wo ist denn der? Da, ja. Und dann müssen wir von Jimbo Sachen bekommen. Dazu müssen wir die ganzen Viecher erjagen. Dann können wir durch die Gated in die Gated Community zu Token. Oh je, das wird noch ein bisschen dauern. Ach, guck mal, jetzt sind hier auf einmal wieder Leute. I used to be sad like you, but then I took an arrow to the knee. Ich habe übrigens mitgelesen, dass das auf einen alten, auf eine alte nordische Redewendung zurückgreift. More coffee. Need more coffee. Die besagt, also das geht quasi um heiraten. Und zwar, wenn man jemanden heiratet oder jemanden Antrag macht, dann geht man ja quasi auf ein Knie runter und kniet dann vor dem Partner und fragt, ey, hast du Bock? Wollen wir ein bisschen hier knickknack und so auf Lebenszeit? More coffee! Need more coffee! Und das haben sie dann eben taking an arrow to the knee, also einen Pfeil ins Knie bekommen, weil man dann eben durch den Schmerz in der Wunde nach unten sinkt und so. Und dann, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Das heißt, ich habe dann geheiratet. Sehr interessante Theorie. Ach, ich muss sie dem Vater geben, oder wie? Wieder was gelernt. Again what learned. Which of our local coffees would you like to try? Wem kann ich das denn jetzt hier... You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Habe ich das überhaupt mit? Questgegenstände. Hier fehlt doch noch Magie, oder? Questgegenstände. Schweinebärmann. Obdachlosen. Problem. Großwürdig.
heißer Kaffee. Durchsuche das Drogenlabor. Ich habe da doch schon alles untersucht. Mann, Butters, wir müssen nochmal zurück. Na, ruf schon mal Timmy an, wir sind gleich da. Laden, hier. Ich habe da doch schon alles abgesucht. Warum habe ich das nicht gefunden? Wir sollten doch Zutaten für den Kaffeeladen finden, oder? Warum müssen wir dazu in ein Drogenlabor? Was machen die bitte in ihren Kaffee? Hä, und wo finde ich das denn? Kronkorken? Da kann ich ja nicht vorbei. Gesundheitstrank. Das ist der Kühlschrank. Da habe ich doch schon. Wo ist das denn? Ach, kann ich da noch aufs Dach gehen oder wie? Warte. So. Jetzt. Ah. Es macht alles Sinn. Kennys blutige Keule. Schweinebärmann, sein Alter, sind es Raketen? Das sind Raketen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? So. Das hat mich jetzt aber auf der Suche nach dem Paket nicht unbedingt weitergebracht. Bam, Rattenjagd. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Wo ist das denn? Das muss doch hier irgendwo liegen. Wir sollen es doch hier aus diesem Drogenlabor holen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder da muss ich doch irgendwas übersehen. Warte mal. Rekrutieren für Cartmans Gruppe. Durchsuche das Drogenlabor nach dem Paket, das du abholen solltest. Das mache ich doch gerade. Hier ist doch nichts. Leuchtet hier irgendwo was? Das da vielleicht, aber ich habe da vorher schon mal drauf gehauen und da ist nichts passiert. Alter, ich verstehe. Der Kaffee macht nicht süchtig. Nein. So kann man natürlich auch Stammkunden gewinnen. Alter, es ist krass. Ich habe mich echt schon immer mal gefragt, wie hart es eigentlich sein müsste, wenn man jemanden einfach unbewusst irgendwelche Drogen unterjubelt und der es halt einfach nicht weiß, aber dann extrem abhängig von irgendwas wird. Und so, Alter. Weil das Gehirn weiß eigentlich nicht, hey, ich nehme jetzt Heroin. Aber der Körper weiß, oh, das ist geil, ich brauche mehr. Und dann entsteht quasi eine Sucht nach irgendwas. Es entsteht eine Sucht nach Heroin oder nach dem Stoff, wo das untergejubelt worden ist. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ob das jetzt so realistisch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber sagen wir mal, man würde das in Schokoladenpudding mischen, ja? Irgendwie, keine Ahnung, Koks oder so. Und dann jemanden die ganze Zeit Schokoladenpudding füttern. Zum Beispiel in einem Kind. Ist es ein bisschen krass und so, aber ist es ja nur rein fiktiv in der Theorie. Würde das Kind dann eine Sucht gegenüber Koks entwickeln oder eine Sucht gegenüber Schokoladenpudding? Weil der Körper merkt ja, oh, ich kriege hier Energie und so, schönes Gefühl, hätte ich gerne öfter. Sagt das Gehirn, ey, gib mal mehr. Mach mal hier Symptome, damit wir wieder was von dem Zeug kriegen. Reicht es dann dem Kind einfach normalen Schokoladenpudding ohne Kokain zu füttern? Oder bräuchte es dann einfach reines Kokain? Oder müsste es dann die Mischung bekommen? Also wenn irgendein Arzt oder so bei unter euch ist, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man! Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here! Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit.
But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Local Tweakers? Heißt Tweak Dealer oder was? Alter, Tweak Coffee, Dealer Coffee, Alter. Oh, wir haben gerade einen Schlüssel bekommen. Warum sind hier Geräusche von Wölfen eingespielt worden? Alter, die Familie, die ist doch durchgedreht. Klosterbruder Handschuhe, Klosterbruder Robe, Geld, Sonnenbrille mit rundem Rahmen, Machttrank, Tempotrank. Wir müssen aber echt langsam mal auch irgendwie so ein bisschen auf Rüstung gehen, ne? Weil wir kriegen ja immer derbe viel Schaden. Eine Waffe, die der Tradition folgt, ein paar Nägel in ein Objekt zu stecken, um es tödlich zu machen. Fügt bei 10 Schaden zu, naja. Klosterbruder-Robe steigert die Maximal-TP um 5. Regenerieren Stapel-Käsebällchen, heilt jede Runde 5 Gesundheit, naja. Nur wenn ich die benutze, oder ist es einfach ein passiver Effekt? Als ob der sich quasi jede Runde eine Packung Käsebällchen reinhaut. Ohne Rücksicht auf materiellen Reichtum hergestellt. Kratzt. Trägerhelm. Manchmal kann man sich keine Ärmel leisten. Aha, aha. Klosterbruder Handschuhe. Man sagt, wenn du sie trägst und deine Handflächen zusammenpresst, kannst du direkt mit Gott sprechen. Heilfähigkeiten stellen 10 mehr CP wieder, hätte das 25 CP beim Heilen. Naja. Ich denke, da sind wir mit unserem Assassinen-Ausrüstungsgedöns hier mit dem Geldbonus und so noch ganz gut beraten, dass wir uns eine gescheite Grundlage zusammen klauen. Thanks for helping Tweak out in the back. Organisieren. Would you like to try some coffee? It's fresh. Nein, vielen Dank. Ich möchte keinen Kaffee, jedenfalls nicht von euch. Gut. Dann möchte ich ganz gerne zu einer Schnellreisefunktion. Und gibt Mr. Sklave sein Paket. Können wir hier zufällig sehen, wo die letzte Schnellreiseoption noch ist, die wir freischalten müssen? Müsste jetzt so ausgekraut sein, deswegen gucke ich mal ganz kurz, weil dann hätten wir diese eine Quest eigentlich auch schon abgeschlossen. Und haben halt mehr Optionen zum Schnellreisen frei, das wäre gar nicht mal so undumm. Dann müssen wir Schweinebärmann-Sensor anbringen. Heißt jetzt eigentlich Schweinebärmann oder Mannbärschwein? Schweinebärmann, aha. Aber es heißt auch Man-Bear-Pick. Warum dann Schweinebär-Mann? Wo ist denn die letzte Schnellreise? Tim, sag doch mal. Vielleicht ja oben in Kanada. Auch gut, da ist ja Kanada. Warum sollte man denn dann Schnellreise hinmachen? Das wurde doch vorher angezeigt, hier so ausgegraut. Das müsste dann auch irgendwo sein. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur übersehen. Ja gut, ist ja eigentlich auch egal. Na, ich wollte auf jeden Fall Schnellreise machen wegen Checkpoint, weil ich jetzt die Aufnahme beenden will. Und mir dann morgen ganz viele South Park Let's Play Folgen anschauen werde. Ich habe auch schon heute ein paar Chips und so besorgt. Das ja, wird geil. Ich freue mich drauf. Aber das ist jetzt was anderes. Reisen wir einfach mal so irgendwas zu einer Quest in der Nähe. Großwildjagd mit Simbo. Okay. Das sieht doch gut aus. Da können wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, ein paar Großwildjagden unternehmen und einige Kämpfe machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, komm. Butters, wir setzen uns hier mit unseren Einkäufen mal auf die Bank. Butters, kannst du kurz... So, ja, geh halt wieder weg. Was wollte ich sagen? In der nächsten Aufnahme kann man dann ziemlich viel kämpfen. Wahrscheinlich jedenfalls einiges auf einmal. Da freue ich mich schon drauf. Vor allem, wenn ich wieder am Anfang alles verhaue mit dem ganzen Timing und so. Weil die letzte Aufnahme war dann, also diese hier,
wieder einiges an Tagen her ist. Aber gut, wir haben jetzt ja wieder 20 Minuten Folgen, von dem her sollte das nicht allzu groß sein, der zeitliche Unterschied. Aber das ist alles ein Problem für das Zukunfts-Ich. Is Douchebag your real name? Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie an Token rankommen, den rekrutieren und was uns dann als nächste große Aufgabe vom Großen Markus übergeben wird. Und ob er sich vielleicht auch irgendwann übergeben wird, das werden wir alles später erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin gespannt. Ich liebe das Spiel auf jeden Fall, weil ich die Serie liebe. Aber wie gesagt, wenn man mal den Fanboy-Status wegnimmt, so mit den Gags und so. Can you keep a secret? Neither can I. Schwierig. So als alleinstehendes Rollenspiel ohne den Serienhintergrund und so. Ja, ich denke, da wären die ganzen Kritiken und so, ehrlich gesagt, ein bisschen schlechter ausgefallen. Die sind jetzt ja gerade so bei 80 oder so. Von 100. Es macht auf jeden Fall Spaß und so. Gut, wir sind jetzt immer noch am Anfang, also mal schauen, was da später noch so kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Vielleicht sogar, während ihr diese Let's Play-Folgen hier anschaut. Ich würde mich freuen, schreibt doch mal in die Kommentare, was postet ein Foto auf Instagram? Nein, bitte nicht. Und es sei denn, ihr macht dazu Hashtag SuperDasseTee oder sowas, damit ich auch ein bisschen Werbung machen kann und dann ein bisschen Schleichwerbung und so. Wir wollen ja alle im Trend sein. Und ein bisschen Aufmerksamkeit und Reichweite erhöhen ist zum Wohle aller. Win-Win-Situation. Ach komm, ich beende jetzt einfach die Aufnahme. Rigoros, tschüss.